Neben den Investitionskosten spielt im Laborbau immer öfter der Faktor Zeit eine gewichtige Rolle. Jeder Tag, in dem die Forschung und Entwicklung früher begonnen werden kann, bedeutet bares Geld. Vor diesem Hintergrund haben wir die Entwicklung fertiger Laborlösungen in Containerbauweise mit vorangetrieben. Sie sind die ideale Lösung, wenn Zeit Geld ist. Wir schaffen mit dem Plug-and-Lab-Laborcontainer eine schlüsselfertige Lösung, um eben diese Laborkapazität in kürzester Zeit dem Kunden zur Verfügung stellen zu können. Wir als ELA Container Engineering können mit unseren Containerlösungen individuelle Projekte realisieren. Wir können zum Beispiel einen Laborcontainer in diversen Größen konzipieren, sodass wir nicht nur an das klassische Containermaß 6x3 Meter gebunden sind. Wir haben ebenfalls die Möglichkeit, die Container individuell zu kombinieren, auch mehrfach stapeln, sodass es auch diverse unterschiedliche Anlagen, Grundrisse möglich sind. Den Wünschen des Kunden sind dort keine Grenzen gesetzt. Der Container ist ausgestattet mit einer hochwertigen Laborausstattung, inklusive der Lüftungstechnik, Gefahrstoffschränken, für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen, einem Abzug oder wahlweise einem Gefahrstoffarbeitsplatz. Das Ziel der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Denius, Wesemann und ELA war es, dem Kunden eine optimale und flexible Lösung aus einer Hand zu generieren, um alle Bedürfnisse, was ein Laborbau mit sich bringt, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffhandling, Labornormierungen, Arbeitsstättenrichtlinie, es sind alles so Stichworte, die mir dazu einfallen, die wir mit den Kompetenzen der drei Firmen im Prinzip abdecken können. Dabei steht die ELA Engineering für den modularen Raum. Mit der Wesemann International haben wir den absoluten Experten für das Thema Laborausstattung. Und wir als Denios bringen unsere Expertise im Bereich Gefahrstoffhandling und Gefahrstofflagerung mit ein. Expertise vereint für den Bereich Raumsystem, für den Bereich Laborausstattung und für den Bereich Gefahrstofflagerung und Handling. Sowas ist am Markt einmalig.